Hey, was geht? Patrick hier vom Life Artist Kanal und heute lernst du mal richtig kacken. Wie einige von euch vielleicht wissen, ich war letzten Sommer in Thailand und wer schon mal in Thailand war, der hat wahrscheinlich auch bemerkt, dass der Westen da noch nicht ganz angekommen ist, besonders wenn man die sanitären Anlagen dort betrachtet. Denn meistens ist es so, dass man in Thailand nicht auf einer gehobenen Position sitzt, während man sein Geschäft verrichtet, wie wir hier in Deutschland tun, sondern man geht meistens in die Hocke und so sind auch deren Klos konzipiert. Auf dem Land ist es sowieso nochmal was anderes, da gibt es Plumpsklos. Aber auch als ich eine Woche in diesem Kung-Fu-Camp war, hatten wir quasi eine Porzellanschüssel, die außen zwei geriffelte Balken hat, wo man seine Füße draufgestellt hat und dann hast du dich hingehockt und hast dein Geschäft verrichtet. Das mag uns vielleicht im Westen ein bisschen komisch vorkommen, was natürlich damit zu tun hat, dass wir ganz anders aufgewachsen sind, aber das Hocken hat tatsächlich sehr viele gesundheitliche Vorteile. Denn wenn wir auf einer westlichen Toilette sitzen, dann befindet sich unser Oberkörper zu unseren Beinen in einem 90-Grad-Winkel, was dafür sorgt, dass der Darm, der ja genau in dieser Schneise liegt, dass der Darm abgeknickt wird. Das Problem dabei ist, dass wir viel, viel, viel mehr Kraft aufwenden müssen, um unser Geschäft dadurch zu verrichten und den Kot nach außen zu pressen. Und gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Kotreste im Darm hängen bleiben können, was dann zu Krankheiten führen kann. Ich habe dazu zwei Studien in die Infobox gepackt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr doch einfach da mal kurz reinlesen. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass nicht nur Krankheiten vermieden werden können, sondern das Ganze funktioniert auch noch schneller und wir brauchen einfach auch weniger Papier. Wie machen wir das jetzt hier? Wir können uns natürlich nicht einfach so eine geile Hocktoilette hier reinbauen, sondern wir müssen das Ganze simulieren. Und das funktioniert, indem wir einfach einen kleinen Hocker oder eine kleine Erhöhung vor unsere Toilette stellen, wo wir dann die Füße draufstellen können, um diesen 35-Grad-Winkel zu realisieren, zu erreichen. Viele YouTuber promoten gerade diesen Hocker, diesen HOCA-Hocker. Allerdings finde ich meines Erachtens das mit 50 Euro ein bisschen teuer. Ich habe mal bei Amazon weiter gegoogelt, habe mir einen Hocker geholt für 10 Euro aus dem schönen Kiefernholz. Ich weiß es nicht. Einen schönen Holzhocker für 10 Euro, der reicht völlig aus. Oder wenn ihr zu Hause irgendwas habt, wo ihr die Füße draufstellen könnt, dann macht es einfach so. Ihr braucht absolut nicht diesen Hocker, ihr müsst einfach nur diesen 35-Grad-Winkel erreichen. Ihr könnt euch auch auf die Klobrille hocken, wenn euch das angenehm ist. Dann müsst ihr nur gucken, dass die Hose nicht dazwischen hängt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, euren Stuhlgang ein bisschen zu verbessern, vielleicht gewisse Darmkrankheiten vorzubeugen und ein bisschen mehr aufzuklären. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst ein Abo. Bis dahin und sei dein eigener Life Artist. Ciao.